Worum geht es heute? Wie der Titel schon andeutet, möchte ich heute wieder über ein paar Kryptos sprechen, von denen man, wenn sie wirklich so aufgehen, wie es möglich ist, wenn sie ihre Branche wirklich regieren und ihr Potenzial erfüllen, von denen man wirklich ausgehen kann, ein riesiges Vermögen mitzumachen. Diese Videoreihe ist bisher sehr gut angekommen bei euch, weshalb es heute den 6. Teil gibt. Und wenn das Feedback wieder so toll ist, können wir das ruhig weiterführen mit einem nächsten Video. Also pusht den Algo gern, indem ihr ein Like hinterlasst, einen Kommentar mit einer Krypto, die ihr als nächstes sehen wollt, und den Kanal abonniert. Heute hat es eine Krypto aus den Kommentaren ins Video geschafft, also kommentiert unbedingt eine Krypto, die ihr als nächstes sehen wollt. Wir sind langsam an einem Punkt, wo sehr viele Kryptos bereits genannt wurden, deshalb beschäftige ich mich umso mehr mit euren Vorschlägen und Kryptos, die eigentlich nicht so oft auf diesem Kanal vorkommen. Ich möchte euch alle möglichen Einblicke geben und euch nicht immer die gleichen drei Kryptos nennen. Natürlich werden aber nicht alle Kryptos dieser Videoreihe Millionäre machen oder groß. Manche werden auf jeden Fall auch scheitern, aber all diese Kryptos haben sehr starkes Potenzial und die Wahrscheinlichkeit, dass sie scheitern, ist meiner Meinung nach geringer als bei dem anderen Müll, der auf dem Markt ist. Wichtig ist natürlich auch noch die Information, dass das alles meine eigene Meinung und meine eigenen Recherchen und Erfahrungen im Markt widerspiegeln. In diesem Video soll es wirklich um Kryptos gehen, die einem frühen Investor, was wir aktuell alle sind, bei so gut wie allen Kryptos, auch vielen großen Kryptos, einen großen Reichtum bescheren können, meiner Meinung nach langfristig, wenn sie wirklich erfolgreich ihren Weg gehen in Zukunft. In den ersten 5 Videos wurden bereits folgende Kryptos genannt: BNB, VeChain, CKB, Alchemy Pay, Sandbox, Quant, Veracity, XRP, Nexo, Cardano, Algorand, Near Protocol, Avalanche, The Graph und Trust Wallet Token. Heute gibt es die nächsten 3. Und wir beginnen mal mit der 1, Polkadot. Polkadot ist eine Software, die darauf abzielt, ein globales Netzwerk von Computern zu motivieren, eine Blockchain zu betreiben, auf der die Nutzer ihre eigene Blockchains starten und betreiben können. Auf diese Weise ist Polkadot eine von mehreren konkurrierenden Blockchains, die darauf abzielen, ein Ökosystem von Kryptos aufzubauen, wie zum Beispiel Ethereum, Cardano, Solana und so weiter. Jedoch Polkadot, das 2020 eingeführt wurde, ist eines der neuesten Projekte und führt somit eine Reihe neuer technischer Merkmale ein, um sein ehrgeiziges Ziel zu erreichen. Zunächst ist Polkadot für den Betrieb von 2 Arten von Blockchains ausgelegt. Ein Hauptnetzwerk, eine sogenannte Relay-Chain, in der Transaktionen permanent sind, und von Benutzern erstellte Netzwerke, sogenannte Parachains. Das ist das Killer-Argument von Polkadot. Parachains können für eine beliebige Anzahl von Verwendungszwecken angepasst werden und in die Haupt-Blockchain einfließen, so dass Parachain-Transaktionen von der gleichen Sicherheit wie die Hauptkette profitieren, aber flexibel sind. Das Polkadot-Team behauptet, dass mit diesem Design Transaktionen sicher und genau gehalten werden können, indem nur die für den Betrieb der Hauptkette erforderlichen Rechenressourcen verwendet werden können. Somit könnte Polkadot, wenn es alles richtig macht, in Zukunft eine der skalierbarsten Kryptos werden überhaupt. Die Benutzer haben jedoch den zusätzlichen Vorteil, dass sie viele Parachains für viele verschiedene Zwecke anpassen können. Das Polkadot-Team ist der Ansicht, dass dieses Design es seinen Nutzern ermöglicht, Transaktionen privater und effizienter durchzuführen und Blockchains zu schaffen, die Nutzerdaten nicht an das öffentliche Netzwerk weitergeben und auf andere Weise eine größere Anzahl von Transaktionen verarbeiten. Polkadot wurde von Gavin Wood, einem Mitbegründer von Ethereum, zusammen mit den Mitbegründern Peter Chabon und Robert Habermeyer im Jahr 2016 gegründet. Man kann Dot also praktisch als ein Krypto-Dino bezeichnen, sie sind schon sehr lange mit dabei. Woods Hintergrund ist bemerkenswert, da er Solidity erfunden hat, die Sprache, die von Entwicklern verwendet wird, um dezentralisierte Anwendungen auf Ethereum zu schreiben. Er war auch der erste CTO der Ethereum Foundation und war zuvor als Forscher bei Microsoft tätig. Das ist also wirklich ein riesiger Name und er ist eine sehr wichtige Person. Die zweite Krypto ist Chainlink. Chainlink ist eine Kryptowährung, die verlässliche, real und nützliche Daten für Smart Contracts liefern möchte, welche auf Blockchains laufen. Ein Problem besteht jedoch nach wie vor darin, dass die meisten Smart Contracts auf eine Art externe Datenquelle angewiesen sind, um ihre Bedingungen ordnungsgemäß auszuführen. Smart Contracts, die beispielsweise Anleihen oder Versicherungsverträge nachbilden wollen, benötigen möglicherweise Zugang zu APIs, die über Marktpreise oder Daten aus dem Internet oder Dinge berichten. Chainlink wurde ins Leben gerufen, um dieses Problem zu lösen, indem Datenanbieter dazu angeregt werden, als Brücke zwischen Blockchain-Smart-Contracts und externen Datenquellen zu fungieren.
Das Chainlink-Netzwerk wurde im Juni 2017 von dem gewinnorientierten Unternehmen Smart Contracts ins Leben gerufen und die erste Version wurde noch im selben Monat veröffentlicht. Die Link-Kryptowährung leitet ihren Wert aus ihrer Fähigkeit ab, die erfolgreiche Ausführung von Smart Contracts zu gewährleisten, die vom Chainlink-Netzwerk abhängen. Vor allem ist Link in das Netzwerk selbst integriert und ist die einzige Währung, die für wichtige Netzwerkoperationen verwendet werden kann. Link wird zum Beispiel verwendet, um Knotenbetreiber zu bezahlen, die Daten abrufen. In einer möglichen Finanzzukunft, wo sehr vieles von Blockchain betrieben und bestimmt werden wird, könnte Chainlink extrem wichtig sein, da es genau für die Problemlösung solch einer Zukunft gemacht ist. Es ist kein Zufall, dass sie Partnerschaften mit Google Cloud oder Swift selber haben. Und die Nummer 3 für heute ist Phantom. Phantom ist eine Smart Contract Plattform, die mit ihrem Lakers-Konsensmechanismus die Skalierbarkeitsprobleme anderer Blockchains lösen will. FTM ist der native Token des Phantom Netzwerks. Er wird für Einsätze, Abstimmungen, Zahlungen und zur Deckung von Transaktionsgebühren auf Phantom verwendet. Phantom, wie die anderen Kryptos, löst die Skalierbarkeitsprobleme, die viele traditionelle Blockchains plagen, durch seinen Hochgeschwindigkeitskonsensmechanismus Lakersys. Lakersys ist führerlos, bietet Endgültigkeit und bietet asynchrone Fehlertoleranz, die es der Kette ermöglicht zu skalieren, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen. Phantom musste viel leiden in diesem Bärenmarkt, weil einer seiner bekanntesten Programmierer und eines der Gesichter von Phantom, André Cronier, das Team verließ. Nicht aus negativen Gründen, sondern einfach um sich auf anderes zu konzentrieren und aus privaten Gründen. Vor kurzem wurde jedoch bekannt, dass André Cronier zurückkehrt, wieder Teil von Phantom wird, was viel Freude ausgelöst hat in der Phantom-Community, denn mit ihm sehen viele eine goldene Zukunft. Es gibt viele Ökosystemplattformen, ob ein Ethereum, Cardano, Polkadot, Solana. Viele davon sind jedoch schon relativ groß und minimieren somit die Möglichkeit auf eine hohe Vervielfältigung der Investition in kürzester Zeit. Wer also ein kleineres Ökosystemprojekt sucht und somit ein wenig mehr riskieren möchte, der ist mit Phantom sehr gut bedient. In den letzten Bullruns hat Phantom immer außerordentlich performt und wir konnten in meiner Gruppe sehr gute Gewinne nehmen und unten wieder einkaufen. Ich sehe für Phantom auch eine goldene Zukunft. Bevor es weitergeht, möchte ich euch noch ganz kurz meine Gruppen vorstellen. Seit über 2 Jahren betreibe ich meine Telegram- und Discord-Gruppen, in denen es mittlerweile tausende Mitglieder gibt, die unter anderem seit Jahren dabei sind und extrem zufrieden mit meiner Arbeit sind. Ich verstehe, wie man sich in diesem Markt fühlt. Man fühlt sich manchmal verloren, hat keinen Anhaltspunkt, die Verwandten und die Freunde machen sich über Kryptos und die Investitionen lustig oder haben keine Ahnung von der Materie. Man möchte sich am liebsten einfach nur unterhalten, sich selber bilden, Fragen stellen, wissen, was gerade passiert, wenn es mal wieder dippt, wenn es mal wieder steigt, ob man gerade gut kaufen kann, was man gut kaufen kann. Das sind Fragen, die sich jeder stellt, nur haben die wenigsten die Möglichkeit, sie zu stellen und gut beantwortet zu bekommen. Deshalb habe ich vor fast 2 Jahren meine Gruppen gegründet und sie sind nicht grundlos die erfolgreichste, größte und am längsten laufenden Kryptogruppen im deutschsprachigen Raum. Ich biete euch einen Channel, in dem es nur meine Nachrichten und Signale gibt, was ich kaufe, was ich verkaufe, wann ich es kaufe oder verkaufe, zu welchem Preis. Eine umfangreiche Liste mit diversen Kategorien von Kryptos, die ich gut finde und alle Listen werden stetig aktualisiert. Täglich die wichtigsten Marktnachrichten, Erklärungen für alles, was im Markt passiert, wie man handeln sollte. Ein umfangreicher Discord-Server zum Lernen, wo man vom Anfänger zum Profi ausgebildet wird. Und das Beste ist, alle Mitglieder ziehen an einem Strang. Viele Leute sind schon seit über einem Jahr dabei und extrem gebildet im Wissen und in der Psyche. Fragen werden beantwortet und einem wird geholfen. Hier gibt es keine Moonboy- oder Lambo-Investoren. Hier wird kein Mist beworben, um Geld an euch zu verdienen. Das ist keine Komm in die Gruppe und in ein paar Tagen hast du ein Lambo. Das ist eine Komm in die Gruppe, überzeuge dich selbst. Und wenn du langfristig an die Sache glaubst, wird sie dir zu 100% dazu verhelfen, deinem Ziel der finanziellen Freiheit näher zu kommen in den nächsten Jahren. Die Mitgliedschaft ist monatlich und hält die Bots und unseriösen Investoren ab. Die Mitgliedschaft ist zudem monatlich kündbar, somit kann jeder sich zuerst testweise überzeugen, ob die Gruppen ihm weiterhelfen oder nicht. Der erste Patreon-Link in der Videobeschreibung führt euch zur Mitgliedschaft. Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, hinterlasst bitte ein Like und Kommentar, um mich zu unterstützen und das Video zu pushen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für mehr Videos und vergesst nicht, ich bin kein Finanzberater. Alles, was ich sage, basiert auf meinen eigenen Meinungen, Recherchen, Analysen und Erfahrungen im Kryptomarkt. Alles, was ihr am Ende macht, ist eure eigene Entscheidung und ihr seid dazu verpflichtet, Selbstrecherche zu betreiben. Das war Kryptowährung News.